Hallo, mein Name ist Tor Alexander und in meinen Videos geht es um Auswandern, Finanzen und Geld. Und heute möchte ich die Frage aus dem letzten Video beantworten, welches Geld wird im alten Zentralbanksystem nicht zentral gemanagt, und danach werde ich die Unterschiede zwischen zentralem Geld und dezentralem Geld kurz erläutern und auch Beispiele geben. So, welches Geld wird im alten Zentralbanksystem nicht zentral gemanagt? Logischerweise ein dezentrales Geld, und das ist Gold. Gold kontrolliert niemand. Gold ist wie Geld. Mit Gold kann ich auch nicht alles einkaufen, aber größere Werte kann ich mit Gold tauschen. Und in anderen Ländern, nicht jetzt gerade in Deutschland, ist Gold als Zahlungsmittel sehr beliebt. Doch was ist zentrales Geld? Zentrales Geld heißt deshalb so, weil es von einer Entität emittiert wurde. Das heißt, zentral wurde es ausgegeben. Die Geldpolitik wird auch von einer Entität, also von einer Zentrale, bestimmt. Das Geld kann von einer Entität auch für ungültig erklärt werden. Es kann auch wieder vom Markt genommen werden. Beispiele dafür sind alle Nationalwährungen: Euro, Dollar, Rubel, Yuan, Zloty, Kronen, Franken, Lira und so weiter. Dezentrales Geld im Gegensatz dazu, das heißt, viele produzieren dieses Geld, siehe Gold. Es gibt viele Minen oder einige Minen, die Gold produzieren. Es gibt einige Unternehmen, die recyceln, die Gold wieder aus Industrieprodukten rausholen, aus Leiterplatten, aus Handys und so weiter. Die Geldpolitik oder die Goldpolitik ist von Anfang an klar und unverständlich. Das heißt, da kommt nicht irgendwie plötzlich eine große Menge in den Markt rein oder verschwindet auch nicht wieder vom Markt. Und die Preise werden international an entsprechenden Goldmärkten festgestellt. Und ein wichtiger Punkt: Gold kann niemand für ungültig erklären. Gold hat eine Historie als Zahlungsmittel von 3.000 bis 5.000 Jahren, je nachdem, wie man rechnet. Und es ist davon auszugehen, dass es nicht heute oder morgen wieder ungültig wird, sondern dass das auch noch eine Weile so andauern wird. Beispiele für dezentrale Gelder sind Gold, logischerweise auch Silber, aber auch Kryptowährungen, also Bitcoin, Ethereum, Dash sind gute Beispiele für dezentrales Geld, dezentral gemanagt werden und wo der Markt die Preise feststellt. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal. Ich freue mich über einen Kommentar unter dem Video oder komm in die Telegram-Gruppe und diskutiere dort mit uns. Mein Name ist Tor Alexander und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.